Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir die Pokémon-Wettbewerbe durchgemacht, und zwar in Normalklasse mit Panpyro. Und wir haben natürlich die Gnussbox gefunden und wir haben jetzt keine Ahnung gehabt, wie man jetzt weiterkommen sollte. Aber dank dem Internet habe ich jetzt nachgeschaut bei der Komplettlösung, man muss Lamina auch noch besiegen. Ja, das wäre jetzt dann unsere dritte Arena-Kampf hier in diesem Part. Also, gehen wir mal rein. Hey, hallo, wie geht es? Wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ? So eine Arena wie die hier, so etwas hast du noch nicht gesehen. Und weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst. Hier drinnen ist es nämlich stockdunkel, aber keine Sorge, ich habe hier eine Taschenlampe. Die werde ich dir überlassen. Die Trainer in der Arena haben auch Taschenlampen. Scheint dir deine Lampe auf einen Trainer oder sie erwischen dich mit ihrer heißes Kämpfen. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Es geht um den Fußbodenfelder. Finde zuerst das blaue Feld im Raum und merke dir sein Muster. Dann gehe zu der roten Tür, die dieselbe Muster trägt. Du musst durch die richtigen Türen zur Arenaleiterin gelangen. Gehst du durch die falsche rote Tür, landest du wieder hier vorne. So ist dieser Ort angelegt. Ganz schön gemein, was? Aber du schaffst das. Gut für das Info, gut zu wissen für das Info, für die Info. Ich muss jetzt mal eine richtige Attacke einsetzen, denn ich weiß, sie setzt Psycho- und Geister-Pokémon. Und ich muss eine Attacke finden, die Unlicht ist. Raub zum Beispiel. Ja, wir werden jetzt mal Staravia einsetzen, denn ich glaube, das ist Normaltyp und Normaltyp haben da natürlich gar keine Chance. Also wenn wir Tackle wegtun. Ja. Also jetzt kommen jetzt, ihr habt schon jetzt bemerkt, dass jetzt manche Let's Plays jetzt eher weniger kommen als erwartet, aber ja, hier ist natürlich Lamina, aber wir kommen hier nicht durch. Daher gehen wir jetzt durch diese Tür rein. Also wir müssen jetzt alle Trainer hier besiegen, so wie es aussieht. Also wenn wir das doch auch tun. Also wenn das steht in der blauen Farbe. Also wie wir sehen, gibt es hier noch eine Plattform blau, was natürlich ein Dreieck hier deutet. Das bedeutet, wir müssen diesen Raum auch betreten. Wahrscheinlich, falls ich mich nicht geirrt habe. Okay, Flammrad. Ja, und das sogar mit One Hit. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Driftflohen. Wir wissen ja selbst, es ist Geist und Flug. Glaube ich, ist Driftflohen. Horta. Ich weiß, was das hier bringt. Aber ich weiß, es erhöht die Verteidigung. Damit die Spezialverteidigung. Okay, Raub. Das ist effektiv. Verzehrer. Es erholt sich. Wir wissen ja, wir können jetzt keine normalen Attacken einsetzen, wie Rückzug-Hieb oder Notsituation für Staravia. Denn normale Attacken machen bei Geistattacken keine Chance. Ack, ich hatte dich mit deinem Licht blenden sollen. Na, das wäre dann ziemlich Schummel. Also lass uns da reingehen. Mal sehen, was uns das hier hinbringt. Okay. Eine Sonnenform. Okay, hier ist die Sonnenform.
Ach, schaffen wir es noch ohne Trainerkämpfe? Oh, da sind wir schon jetzt. Der zweite Raum ist ja ziemlich easy gewesen. Gut. Jetzt heißt es nur noch Augen zu und durch, obwohl sie jetzt die fünfte Arena-Leiterin ist. Überraschenderweise. Normalerweise hätten wir schon in Schlaiede geendet und dann bei den Wasser-Arena-Leitern so zur Geist-Arena-Leiterin, aber dass wir jetzt die fünfte Arena-Leiterin als dritte Arena-Leiterin bekommen? Ziemlich merkwürdig. Oh, oh, oh! Endlich bist du ihr gekommen. Seit dieses Land ich gekommen bin, will ich mehr neue Dinge lernen. Diese Stadt gibt es Wettbewerbe, no? Das sagte ich zu mir. Und ja, war, ich werde sie gewinnen. Und deshalb bin ich angesogen, es ist wie eine größere Performance. Außerdem habe ich Pokémon viel studiert, so ich bin die Arenaleiter. Und du willst mich herausfordern? Bon, aber ich werde gewinnen. Das ist logisch, weil ich bin eine Arenaleiter, ein Captain Pass. Oh mein Gott, das ist französische Akzent von Lamina. Ach scheiße, sorry Mikro. Es hat mich ein bisschen frustriert jetzt ein bisschen mit diesem französischen deutschen Akzent. Meine Güte. Aber ich frage mich schon selbst, ist Lamina nicht aus Carlos, weil sie hat die französische Akzent. Könnte sein. Meine Theorie könnte sein, dass Lamina wahrscheinlich aus Carlos stammt. Wer weiß. Sehr. Ich muss jetzt auch richtig aufpassen. Nicht, dass ich dann Staravia verliere, aber ich glaube, ich habe Beleber noch mit bei mir. Eieieiei. Sie darf bloß jetzt nicht treffen. So, Volltreffer, super. Wir haben das erste Pokémon schon erledigt. Parmelin ist auf Level 18. Super. Und wir werden jetzt von Seer getroffen auch noch. Das ist doch echt nicht fair, ne? Alpollo. Warte, was hat eigentlich Evoli für Attacken? Oh, das ist ja ziemlich lame. Puh. Wenn ich ein Normal-Pokémon einsetze, bin ich echt geliefert. Mann. Okay, Bammelin. Dein Auftritt. Enttäusch mich nicht. Verfolgung, komm. Oh. Als ob es noch schneller wurde. Schneller ist als Bammelin. Als ob. So, ich werde jetzt mal kurz Evoli einsetzen, damit ich heilen kann. Niemand geht unter, außer ich, wenn ich das sage. Leider habe ich kein Verbrennungsmaterial. Ich meine Verbrennung, was die Verbrennung heilt, aber egal. Gut, Marmelin, du kriegst auch jetzt eine extra Heilung, Sonderbehandlung. Gut. Pampyro, dein Auftritt. Ich weiß nicht wieso, aber Evoli ist sehr gut gegen Geist-Pokémon-Attacken. Weil es keine Wirkung hat. Und tatsächlich setzt sie auch noch einen Fußstrahl ein mit Alpollo. Der Kampf wird jetzt aber ist eh nicht so eng, wie man denkt, aber ich habe schon das Gefühl, wir werden gewinnen gegen Lamina noch. Oh.
Oh Mann, du mit deiner scheiß Hypnose. Du willst sicherlich Traumfresser einsetzen, dafür kannst du das leicht echt knicken. Doch nicht. Okay. Komm schon, triff, triff, triff. Boah, leck mich doch. Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Entweder es ist zu stark oder ich bin zu doof. Oder beides. Du mit deinem behinderten Dunkelklaue kannst du wahrscheinlich in den Arsch stecken. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Mein ganz starkes Pokémon. Sohn einer Hure, kann ich nur sagen zu dieses Viech, ne? Ja. Boah, das kann mir echt auf die Palme bringen, ne? Diese ganze Scheiß, ne? Du mit deinem scheiß Konfusstrahl kannst du echt in den Arsch stecken, ne? Oh, jetzt krieg ich schon wieder Aggression wieder, ne? Ich triff jetzt endlich den Scheißraub endlich. Verdammte Scheiße, Mann. Gott sei Dank ist jetzt schnell von der Verwirrung weg. Ja, diese Scheißverbrennung auch noch. Das wird uns auch noch weiter mehr Probleme geben. Und tatsächlich setzt sie wieder Konfusstrahl ein. Geleck mich doch, ne? Leck mich doch. Boah, jetzt kriege ich schon jetzt die ersten Ansteher jetzt. Ich hasse Lamina so sehr, ne? Ich hatte dort früher als Kind so ausgerastet. Ich muss es echt mal erklären. Die Arenaleiterin ist asozial, ne? Mit ihren scheiß Konfusstrahlen, ne? Diese blöde Verbrennung wird uns echt mehr Stress bauen. Aber ich möchte nicht, dass Evoli dann als letztes Pokémon kommt. Das wäre dann ziemlich fies. Hier würde ich das Pokémon lieber heilen, bis es wahrscheinlich einen Verzweifler hat. Aber ich bin mir sicher, dass das nächste Pokémon auch Konfusstrahl bei sich im Petto hat. Hast du nichts anderes im Petto, als nur Konfusstrahl zu setzen, um meinen Stress noch weiter zu erhöhen, Alpolo Lamina? So. Tschüss. Boah, verdammt, das hat doch überlebt. Aber ich bin mir sicher, dass das nächste Pokémon auch Konfusstrahl bei sich im Petto hat. Alter, ey, Kack. Ich mess gleich in der... Boah, ich könnte gleich diese Französin zurück nach Frankreich schicken. Ey, verdammt nochmal, nein, Spaß. Nichts gegen auf Franzosen, Leute, aber ganz ohne Scheiß. Ich mag Franzosen, Leute, kein Problem. Aber Lamina... Du unfaire Bitch, kann ich sagen, einfach so. Du unfaire Bitch. Du musst meinen ganzen besten Moment einfach nur verscheißern, ne? Boah, du mit deinem scheiß Kung-Fu-Strahl. Behinderten Kung-Fu-Strahl. Ja, dieser Kampf wird jetzt sehr lange in die Länge gezogen. Wie viel Stress muss ich jetzt noch abbauen, Leute? Wie viel? Wenn sie nochmal einen Hypertrank hat oder Supertrank, ich raste aus. Dann reißt mir der Geduldsfaden schon endgültig. Mit Lamina. Du unfaire Bitch. Warum wird es nicht ein Volltreffer? Das verstehe ich nicht. Mein letzter Trank. Die ist zu stark, verdammt.
Warum habe ich nicht trainiert? Du wirst jetzt nicht verwirren, mein Pokémon, diesmal nicht. Bist du so behindert, dass du nur für Konfusstrahlen einsetzen kannst? Boah, warum stirbt es nicht? Verfickte Scheiße. Und das ist nur noch Hypnose, aber... Gut. Boah, das Alpol hat mich auch schon richtig gestresst damals. Jetzt habe ich das jetzt übertreffen können. Gott sei Dank. Aber Staravia wird jetzt sterben, so wie es aussieht. Traumagil! Nicht dein Ernst, Level 26! Sind wir schon so weit? Das ist meine letzte Pokémon. Oh mein Gott. Du unfaire Bitch, du unfaire Schlampe. Boah. Nee. Nicht dein Ernst. Boah, der ist doch zu stark, verdammt. Ich bin sowieso dumm gewesen, dass ich nicht Beleber mit habe. Das war dumm genug. Boah, die kriegt jetzt schon Aggression heute wegen dem... Zauberblatt! Die kann Zauberblatt! Nicht dein verfickter Ernst! Das darf doch nicht wahr sein. Tja, erstes Fail im Let's Play. Aber ich werde jetzt noch im nächsten Part dann durchziehen. Ich weiß, es wird jetzt leider nichts bringen, aber wir gehen mit der Sinnelbeere für Evoli trotzdem. Hast trotzdem eine gute Arbeit geleistet, aber leider hat es Psystrahl. Was für eine verdammte Scheiße. Ist das denn eigentlich? Okay, Leute. Wir werden dann gleich den Part hier cutten. Dann geht's dann gleich wieder weiter mit Kampf gegen Lamina zum zweiten Mal. Wir machen jetzt einen zweiten Versuch. Der ist jetzt echt in die Hose gegangen. Also, ich mache einen kurzen Training, Leute. Also, dann bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal ein bisschen diesmal jetzt die Supertränke aufgestockt. Ja, Training habe ich ja nicht gebraucht, ich habe einfach keinen Bock drauf gehabt, aber wir können jetzt noch einmal versuchen, gegen Lamina noch einmal zu kämpfen. Sonst wäre das wirklich der absolutste fehlige Part ever, wenn es jetzt nicht klappt. Ich habe jetzt 25 Supertränke bei mir und ich hoffe, dass es das auch reicht. Hoffentlich. Schattenstoß. Wir müssen jetzt speeden ein bisschen mit dem ganzen Kampf, weil ich möchte nicht so lange in die Länge ziehen, den ganzen Kampf. Ich habe jetzt ein bisschen den Speed-Button gedrückt, damit es ein bisschen schneller geht, weil der Kampf ist ja echt nicht normal, ne? Ich meine wirklich, Lamina ist so eine cheatige Bitch. Und die ist nicht zum Spaßen, ohne Scheiß. Sie und ihre dämlichen Geister-Pokémon. Ganz besonders ihr Alpollo. Oh, jetzt trifft es auf einmal so viel. Boah, Mann. Oh, komm schon. Mach auf. Boah, ist das echt zum Kotzen.
Soll ich jetzt ein bisschen speeden durch jetzt den ganzen Kampf hier? So. Jetzt sind wir wieder, wo wir jetzt verloren haben, Leute. Wirbelwind. Ja, tun wir halt eins verlernen, glaube ich. Nee, tun wir nicht verlernen. So. Jetzt haben wir jetzt keine Chance zu verlieren. Hoffentlich nicht. Falls doch, ficken, kann ich nur sagen dann dazu. Und wer ist schon so weit? Das ist mein letztes Pokémon. Ja, gut. Geh zurück nach Frankreich oder sonst irgendetwas. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, es hat jetzt durchgehalten. Gut. Es ist nicht mehr verwirrt. Gut. Rob. Hat ein bisschen geschadet, aber nicht so. Die Zitrubeere haben wir genommen. Super. Wie geil war das denn bitte? Rob ist ja doch nützlich. Okay. Wir haben Rob, Verfolgung. Und natürlich. Ich weiß noch, wer hat noch eine Attacke? Ich glaube. Wir wissen ja noch, wir haben noch Pampyro in unserer Seite, aber. Den Kung-Fu-Strahl, ne? Den scheiß behinderten Kung-Fu-Strahl, ne? Bitte nicht, triff nicht, triff nicht, triff nicht, triff nicht. Nein! Ich könnte kotzen! Mein Hoffnungsstern ist komplett am Ende. Ich habe komplett die Hoffnung verloren, Leute. Ich könnte heulen. Könnt ihr auch heulen? Wirklich geil, ne? Ja, toll. Toll. Alle ganze Bemühungen jetzt umsonst und jetzt habe ich schon wieder verloren. Was ist das für eine Scheiße? Boah, du mit deinem behinderten Psy-Strahl, geh doch ficken. Sorry, dass ich jetzt aufregen muss, aber sorry wegen den ganzen vulgären Wort, ne? Aber sie reizt mich ja schon mit dem Scheiß-Attack. Yes, jetzt habe ich es endlich geschafft. Yes. In your face. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gedacht, jetzt habe ich echt wieder verkackt, aber jetzt geht es tatsächlich doch noch weiter. Dritter Orden. Sau knapp. Wie geil war das? Wie knapp war das denn? Fuck you hard. Das gibt's doch nicht. Yes. Der Sieg eines glorreichen Let's Players. Du bist enorm stark. Das bewegst meine Lämmelchen. Bla 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 bla. Okay. Lamina ist meine meistgehasste Arena-Leiterin überhaupt. Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark und deine Pokémon sind auch so stark. Deine Stärke ist eine große Wunder. Ich gewähre dir dieser Orden. Gelegte Orden. Der fünfte Orden schon. Mit diesem Orden du kannst einsetzen, die versteckte Maschine auflockern. Auch außerhalb von einem Kampf. Und ich gebe dir noch eine technische Maschine. Bestimmt du hast Veränderung dafür. Oh, meine Stimme, ey. Wie ich mich ausrasten muss. Ich bin fertig jetzt. Yes! Endlich haben wir es geschafft. Dritter Orden, obwohl wir jetzt mit niedrigen Leveln waren. Danke, Arceus. Danke. Sorry wegen dem vulgären Spruchwort, Leute. Ich habe mich echt ausgerastet jetzt kurz. Boah, ich hasse Lamina so wie die letzte Pest, ne? Okay, Leute. Wir gehen jetzt dann zum Route-Tor, zu Richtung Trostu. Denn hier werden wir unseren vierten Orden holen. Und zwar in Schleiede. Und dann geht's nach Weideburg. Zum fünften Orden. Wo wir Herzhofen schon erst später nehmen mussten. Früher war Herzhofen in Diamant und Perl die Lamina als fünfter dran.
ziemlich merkwürdig, dass jetzt sie als dritter Arena-Leiter ist. Hm. Boah, wie ich mich jetzt ausrasten muss mit meiner Stimme, ey. Oh, meine Stimme ist jetzt kaputt. Okay. Hier ist Barry. Tada! Hast du mich schon wieder warten lassen, Red? Wer ist inzwischen stärker, du oder ich? Wir finden jetzt sofort heraus. Du bist jetzt ein Trainer, also musst du mit deinem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern und los geht's. Boah, komm schon, ich wollte jetzt gerade den Part beenden. Ach, komm, okay. Lass uns sehen, wer der Stärkere ist. Wenn ich jetzt verliere, dann gnade mir Gott. Leute, ich bin schon jetzt mit Nerven jetzt blank wegen Lamina jetzt. Und jetzt muss ich gegen diesen Rivalen jetzt kämpfen. Das ist jetzt echt nicht der richtige Zeitpunkt. So, dann machen wir Flammenrad. Erst und wir heizen mir ein bisschen Stravier auf. So, und tschüss. Oh, meine Stimme, ey. Ich muss jetzt echt nochmal was trinken nach dem Part. Boah. Librin. Ja, tun wir wechseln auf Luxio. Denn Luxio und Kleinstein haben ja einen niedrigen Level. Okay, nur Heuler. Eingesetzt für den ersten Angriff, aber das hat die Ländler nichts nützen. Funkensprung! Ja, wie gefällt dir das? Ja, ich weiß ja selbst, es war gar nichts. Okay, das war jetzt etwas zu viel gemeint. So. So, Evoli, dein Auftritt. Oh Mann, muss ich mich aufregen. Hat sie mich damit aufgeregt, so ein Dreck. Meine Stimme, ey. Meine Stimme ist so kaputt. Okay, dann werden wir im nächsten Part dann heilen. Also ich werde offscreen dann heilen und dann geht es dann Richtung Trostu, Leute. Dann werden wir auch noch die Trostu-Ruinen nachschauen im nächsten Part. Aber wir werden jetzt einige Trainer dann finden dann hier in Trostu. Oh Mann, aber der Part ist jetzt eh schon in die Länge gezogen, jetzt schon 27 Minuten. Wie viel Schaden, bitte? Wie viel Schaden? So, Punita. Da passt schon Barmelin jetzt in unserem Team. Ich möchte jetzt nicht mehr speeden, weil ich habe keinen Bock drauf. So, Aquaknarre und dann sind wir platt mit Ponita. Und ja, Leute, ihr wisst schon selbst, Luigi's Mansion 3 wurde jetzt gerade gestartet. Als drittes Let's Play neben Pokémon Platin und er hat jetzt richtig sehr gut organisiert, die ganze Situation. So ein Mist. Jetzt will sie noch mehr Stress bauen mit uns. Jetzt will er noch mehr ein bisschen Stress bauen mit uns.
Bitte überlebt das, Vampiro, bitte. Nein, nicht Ad Aether. Nein! Alter. Boah. Ich will jetzt nicht aufregen. Ich will jetzt heute nicht aufregen. Boah, Mann. Ach, geh doch in Aids in Afrika. Das darf doch nicht wahr sein. Komm, schon wieder mit den dämlichen Statuswertenänderungen wieder. Amarena-Beere. Haha! Haha! So, Flammrad. Wasserdüse, geil. Jetzt haben wir es ersetzt mit Aquaknarre mit Wasserdüse. Okay, letztes Pokémon jetzt von ihm. Und dann können wir endlich den Part beenden. Gott sei Dank. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt direkt so schnell wie möglich wieder zum nächsten Pokémon Center zu laufen. Also werde ich das hier offscreen dann meine Pokémon heilen und dann geht's nach Trostu. Oh, das war jetzt echt schon ein Stressanfall zu viel jetzt schon. So habe ich noch nie ausgerastet in meinem Pokémon Let's Play. Noch nie. Ich hatte schon mehr ausgerastet bei Banjo-Kazooie, aber bei Pokémon Platin und bei einem Pokémon Let's Play. Heilige Scheiße. Boah. Na gut, endlich haben wir es geschafft. Ah, was soll das heißen? Ich habe wieder verloren? Hatte ich mir doch eine absolut sichere Strategie zurückgelegt. Hey Red, sag mal, erinnerst du dich an die Strategie? Jeder, der Referent muss sitzen. Lass dich nicht vom Gegner erwischen. Das war eine abgefahrene Strategie, aber sie ist kein roten Heller wert. Schätze, ich muss jetzt mehr Einsatz zeigen und das Team richtig aufbauen. Naja, dann verziehe ich mich mal nach Trostu. Wir sehen uns, Red. Und das nächste Mal kippst du aus den Latschen, wenn du siehst, wie ich mich entwickelt habe. Ja, aber das werden wir dann im nächsten Part machen. Wir gehen auch nach Trostu im nächsten Part, Leute. Also, das war's. Boah, ich bin jetzt mit meiner Stimme jetzt komplett halbwegs kaputt. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls es euch gefallen hat, Träumchen werden Träumchen, trotz des Ausrasters. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocket Hendo. Mein Gott, das Video ist schon längst über die Länge gezogen. Ciao!